Thema Impfen. Die einen sind so, ja klar lasse ich mich impfen, andere sind eher skeptisch und hinterfragen Impfungen kritisch und nochmal andere gehen sogar auf die Straße, um gegen Impfungen und eine mögliche Corona-Impfpflicht zu demonstrieren. Ich find's krass, wie unterschiedlich Menschen auf das Thema Impfen reagieren. Aber habt ihr euch schon mal gefragt, welche Faktoren bei einer Impfentscheidung eigentlich eine Rolle spielen? Wovon ist es denn abhängig, ob eine Person sich impfen lässt oder nicht? Und was spricht aus psychologischer Sicht für oder gegen eine Impfpflicht? Stand Mitte Februar. 74,8% in Deutschland sind aktuell vollständig gegen das Coronavirus geimpft. Aber nicht jeder bzw. jede von uns war direkt so, jo geil, hau mir die Spritze in den Arm. Bei mir persönlich hat die Möglichkeit, sich impfen zu lassen, zum Beispiel auch erstmal pure Panik ausgelöst. Ihr kennt ja meine Spritzenphobie. Spritzenphobien werden in dem Modell, welches ich euch jetzt vorstellen werde, zwar nicht so explizit genannt, aber dafür andere Komponenten, die bei der Entscheidung mit reinspielen, Impfung, ja oder nein. Das 5C-Modell. Das 5C-Modell ist ein Modell in der Psychologie, das sich mit den Komponenten einer Impfentscheidung auseinandersetzt. ForscherInnen haben nämlich herausgefunden, dass bei der Entscheidung für oder gegen Impfen 5 verschiedene Faktoren, deswegen auch 5C, eine Rolle spielen. Aber lasst uns die Cs mal genauer anschauen. Vertrauen. Die erste Komponente beschreibt das eigene Vertrauen in die Effektivität und Sicherheit von Impfungen, in das Gesundheitssystem und in die Motive der PolitikerInnen, die darüber entscheiden, ob und wenn ja, welche Impfungen empfohlen werden. Je größer das Vertrauen, desto größer dann auch die Bereitschaft, sich impfen zu lassen. Personen, die dem Ganzen allerdings nicht so vertrauen, zeigen eine geringere Impfbereitschaft und neigen zum Beispiel auch eher dazu, an verschiedene Verschwörungserzählungen zu glauben. Risikokalkulation. Wie hoch schätzt ihr euer persönliches Risiko ein, zum Beispiel einen schweren Corona-Verlauf zu bekommen, beziehungsweise wie hoch schätzt ihr die Notwendigkeit ein, euch impfen zu lassen? Auch die sogenannte Risikokalkulation spielt eine Rolle bei der Entscheidung, ob man sich impfen lässt oder nicht. Je geringer man das eigene Risiko einschätzt, zum Beispiel bei Corona einen schweren Verlauf zu haben, desto weniger ist man auch bereit, sich impfen zu lassen. Barrieren in der Ausführung. Um sich impfen zu lassen, muss man entweder so super lange in der Schlange vor einem Impfzentrum anstehen oder sich eigenständig einen Termin machen. Um den Termin dann wahrzunehmen, beziehungsweise lange überhaupt in der Schlange warten zu können, muss man sich erstmal Zeit nehmen und vielleicht sogar einen halben Tag frei machen. Und dann muss man ja auch immer noch damit rechnen, dass man vielleicht Impfreaktionen haben könnte und dann auch für ein paar Tage ausfällt. Die Entscheidung, ja zur Impfung zu sagen, ist für viele also mit einigen Barrieren verbunden. Und je höher diese Barrieren sind, desto mehr wägt man dann auch ab, ob die Impfung jetzt wirklich so wichtig ist, dass man diese Barrieren auf sich nimmt. Und auch das wirkt sich auf die Impfbereitschaft aus. Kalkulation. Wie intensiv habt ihr euch denn mit dem Impfthema auseinandergesetzt und habt das Internet so ganz aktiv nach Informationen durchforstet? Menschen, die sich nämlich online viel informieren, sind eher risikoscheu, denken mehr nach und sind besorgt über die mit der Impfung verbundenen Risiken. Ich finde es super wichtig, dass man sich ausreichend informiert, aber je mehr man online nach Informationen sucht, desto eher findet man auch falsche Aussagen und falsch interpretierte Studien. Und das kann dann dazu führen, dass man dann plötzlich ein verzerrtes Bild davon hat, wie groß bzw. wie klein die tatsächlichen Risiken sind, die mit der Impfung einhergehen. Und das lässt tendenziell die Impfbereitschaft sinken. Verantwortungsgefühl für die Gemeinschaft. Auch das wahrgenommene Verantwortungsgefühl, was man so gegenüber der Gesellschaft hat, dieses ich mach's, um meine Eltern, Großeltern und andere ältere und vorerkrankte Menschen zu schützen, wirkt sich auf die Impfentscheidung aus. Das Modell bezieht sich auf die Impfbereitschaft allgemein und wurde schon bevor Corona überhaupt Thema war, entwickelt. Eine Studie von 2021 hat allerdings gezeigt, dass diese 5 Komponenten auch explizit bei der Entscheidung, ob man sich für oder gegen die Corona-Impfung entscheidet, eine wichtige Rolle spielen. Gerade der Grad des Vertrauens in den Impfstoff und in das System und der Grad der Bereitschaft, andere durch eine Impfung zu schützen, sind der Studie zufolge ausschlaggebend bei der Entscheidung für die Corona-Impfung. Eine Schlussfolgerung der WissenschaftlerInnen ist deshalb die folgende. Kampagnen, die die Impfbereitschaft erhöhen sollen, sind wahrscheinlich am erfolgreichsten, wenn sie darauf abzielen, sowohl das Vertrauen als auch die kollektive Verantwortung zu stärken. Soweit zu den individuellen Faktoren der Impfentscheidung. Aber kommen wir jetzt mal zum Thema Impfpflicht. Wie ihr sicherlich wisst, wurde darüber in den letzten Wochen in Deutschland super viel diskutiert. Jetzt aber mal so ganz unabhängig von diesem politischen Für und Wider, welche psychologischen Auswirkungen könnte die Entscheidung für die Impfpflicht denn für uns als Gesellschaft haben? Was macht eine Impfpflicht mit uns?
Erstmal ein paar grundlegende Dinge. Eine Impfpflicht ist kein Impfzwang. Eine Impfpflicht bedeutet also nicht, dass man irgendwo festgeschnallt wird und man gegen seinen Willen die Spritze so in den Arm gehauen bekommt. Das war ehrlich gesagt meine erste Assoziation mit dem Begriff. Eine Impfpflicht bedeutet vielmehr, dass ungeimpfte Personen mit einer Geldstrafe und einem eventuellen Berufsverbot rechnen müssen. Sie dürfen dann zum Beispiel keiner Arbeit mehr mit irgendwie körperlichem Kontakt nachgehen. Aber kommen wir nochmal zurück zu unserer Ausgangsfrage. Was macht eine Impfpflicht psychologisch mit uns? Auch wenn viele von uns sich wahrscheinlich erst im Zusammenhang mit Corona mit einer Impfpflicht auseinandergesetzt haben, war es in der Forschung schon vor Corona Thema. Es gibt einige psychologische Studien, in denen mögliche Auswirkungen von einer Impfpflicht erforscht wurden. Eine dieser möglichen Auswirkungen ist die sogenannte Reaktanz. Und was da genau hintersteckt, das schauen wir uns jetzt mal an. Wenn Menschen sich durch eine Impfpflicht in ihrer Freiheit eingeschränkt fühlen, dann kann das zu einer Mischung aus Wut und negativen Kognitionen führen. Das nennt man in der Psychologie auch Reaktanz. Und diese Reaktanz kann dann eine Art Trotzverhalten auslösen. Dieses Trotzverhalten motiviert Menschen dann dazu, sich diese gefühlt verlorene Freiheit wiederholen zu wollen. Sie gehen dann zum Beispiel auf die Straße oder lassen sich aus Trotz nicht impfen. Nicht, weil sie gegen Impfen an sich sind, sondern einfach, weil sie es scheiße finden, dazu gezwungen zu werden. Und eine Impfpflicht könnte dann, wenn sie zu Reaktanz und Trotzverhalten führt, tendenziell nicht zu einer höheren, sondern eher zu einer geringeren Impfbereitschaft führen. Das hier ist Professor Hamm. Er ist Professor für Psychologie an der Uni Greifswald und hat eine Beratungsstelle ins Leben gerufen, bei der sich Leute freiwillig so über die Corona-Impfung beraten lassen können. Im Interview erzählt er uns, dass auch er ein Trotzverhalten bei den Menschen beobachtet. Also wir hören viel so Sätze wie, ja, die zwingen mich dazu und jetzt will ich mich gar nicht mehr impfen lassen. Also ich stelle häufig die Eingangsfrage, sind Sie geimpft? Dann sagen die meisten, wie, was meinen Sie? Haben Sie schon mal eine Impfung als Kind bekommen? Ja, alles. Aber das hier machen Sie jetzt nicht. Nee, das mache ich nicht. Und das ist genau der Punkt. Es gibt Menschen, die dann hinterher sagen, aufgrund dieses Drucks, ja, dann lasse ich mich gar nicht mehr impfen. Ab jetzt lasse ich mich gar nicht mehr impfen. Das hat auch diese Studie hier von 2015 ziemlich eindrücklich gezeigt. Die Teilnehmenden mussten zwei aufeinanderfolgende Impfentscheidungen treffen. Hierbei zeigte sich, dass bei ImpfskeptikerInnen, bei denen die erste Impfung verpflichtend war, die Impfrate bei der freiwilligen zweiten Impfung um 39% zurückgegangen ist im Vergleich zu denjenigen, bei denen auch schon diese erste Impfung freiwillig war. Aus diesem Ergebnis schlussfolgern die WissenschaftlerInnen, dass eine Impfpflicht bei einer Impfung sich auch auf andere freiwillige Impfentscheidungen auswirken kann, gerade wenn man eh schon kritisch gegenüber Impfung eingestellt ist. So könnte auch eine Corona-Impfpflicht die Anzahl von freiwilligen Impfungen, wie zum Beispiel die Grippeimpfung, beeinflussen. Die Leute könnten dann halt einfach impffauler werden. Ob eine Corona-Impfpflicht am Ende wirklich zur Reaktanz führt, das weiß man noch nicht, schließlich gibt es dazu bisher nur wenige Daten. Eine aktuelle Studie aus den USA konnte die Theorie auch zum Beispiel nicht bestätigen. In der Studie heißt es, dass eine Corona-Impfpflicht die Impfbereitschaft und somit auch die Akzeptanz des Impfstoffes eher erhöhen wird. Also zumindest in den USA. Okay, kurzes Zwischenfazit. Welche Auswirkungen eine Corona-Impfpflicht auf uns haben könnte, dazu gibt es unterschiedliche wissenschaftliche Einschätzungen. Es gibt Studien, die auf psychologische Nebeneffekte wie Reaktanz hindeuten, genauso gibt es aber auch Studien, die das nicht zeigen. Und was ich mich gefragt habe, welche weiteren Möglichkeiten gibt es neben einer klassischen Impfpflicht denn noch, um die Impfbereitschaft zu erhöhen? Also so aus psychologischer Sicht. Alternative verpflichtende Regelungen. Das sogenannte COSMO-Projekt, das ist ein Gemeinschaftsprojekt vom Robert-Koch-Institut und noch anderen wissenschaftlichen Einrichtungen, gibt einen fundierten Einblick in die psychologische Lage während der Corona-Pandemie. Im Rahmen des Projektes werden auch alternative verpflichtende Regelungen neben dieser klassischen Impfpflicht diskutiert. Und welche das genau sind, das schauen wir uns jetzt mal genauer an. In Deutschland war es bisher immer so, dass man sich selbst einen Termin zum Impfen ausmachen musste. Und das führt dazu, dass einige sich nicht impfen lassen, weil die Vereinbarung eines Termins mit einem gewissen Aufwand verbunden ist oder wenn man einfach so von sich aus keine gute Zeit findet, um sich impfen zu lassen. Ihr erinnert euch an dieses eine C im 5C-Modell. Ich meine, wenn man zum Beispiel kleine Kinder hat, um die man sich kümmern muss oder gerade so, keine Ahnung, mitten in der Prüfungsphase steckt, dann gibt's halt gefühlt keine gute Zeit, um Impfreaktionen zu riskieren. Wenn man aber einen festen Termin zugeteilt bekommt, dann kann das eine Entlastung sein, weil einem die Entscheidung abgenommen wird, wann dann jetzt eine gute Zeit ist und man sich so denkt, yo, ist dann jetzt halt so. Außerdem wäre Absagen so dann auch mit Aufwand verbunden, was die Person, die sich wegen diesem ganzen Aufwand nicht impfen lassen, dazu bringen könnte, den Termin dann wahrzunehmen. Neben einer Terminpflicht sehen die
WissenschaftlerInnen auch eine Beratungspflicht als Alternative zur klassischen Impfpflicht, um die Impfbereitschaft zu erhöhen. Jede erwachsene Person müsste sich zum Thema Impfen von zertifizierten ImpfberaterInnen individuell beraten lassen und wenn man das nicht macht, dann müsste man eine Strafe zahlen. In Deutschland gibt es bisher nur vereinzelt solche Beratungsangebote, bei denen man sich freiwillig melden kann, wenn man zum Beispiel Unsicherheiten oder Ängste bezüglich der Corona-Impfung hat. Professor Hamm von der Uni Greifswald hat uns im Interview erzählt, dass solche Beratungsangebote aber tatsächlich dabei helfen könnten, die Impfbereitschaft zu erhöhen. Also ich glaube, dass es gut wäre, so Beratungsangebote individualisierter Form anzubieten, weil auf der individuellen Ebene sind die Menschen sehr, sehr gut zu erreichen. Es ist immer gut, wenn man eine persönliche Beziehung hat und dem Gegenüber vertraut. Ich glaube, dieser Aufwand wird sich lohnen. Ob man sich danach der Beratung impfen lässt oder nicht, das wäre bei einer Beratungspflicht dann freigestellt. Das Gute bei der verpflichtenden Impfberatung wäre auch, dass die Impfentscheidung auf Grundlage der aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisse getroffen werden würde und sich alle mal so ganz bewusst mit der Entscheidung auseinandersetzen müssten. Diese Beratungspflicht könnte auch mit der Terminpflicht kombiniert werden. Ihr merkt, auch die Alternativen zur klassischen Impfpflicht sind mit super viel Aufwand verbunden. Und das auch nicht ohne Grund. Die WissenschaftlerInnen vom Cosmo-Team betonen, dass sich nicht impfen zu lassen mindestens genauso aufwendig sein sollte, wie sich impfen zu lassen, damit die Impfquote erhöht werden kann. Was haltet ihr denn von den Alternativen? Glaubt ihr, dass damit die Impfbereitschaft erhöht werden könnte? Oder seid ihr der Meinung, dass eine klassische Impfpflicht eingeführt werden sollte? Teilt das super gern mal hier unten in den Kommentaren mit uns. Ansonsten bleibt mir noch zu sagen, es ist so, so schön, dass ihr alle da seid. Fühlt euch virtuell von mir gedrückt und bis zum nächsten Video. Meine KollegInnen vom Y-Kollektiv haben mit jungen Menschen gesprochen, die sich nicht impfen lassen wollen. Was sind ihre Beweggründe? Das erfahrt ihr in ihrem Video. Wie viel Alkohol ist eigentlich zu viel Alkohol? Ab wann spricht man von einer Alkoholsucht? Das und viel mehr erfahrt ihr in meinem letzten Video. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, schaut es euch super gern noch an.